He was gonna hurt her. She deserved to die. Bitch, you want some abuse, huh? You better get the fuck away from my girlfriend. Erstmal tut mir leid, das letzte Video von Postel 2, Paradise Lost, hier Donnerstag. Ihr habt es ja gesehen, ist nicht so besonders geworden. Das liegt aber nicht nur an der Art, wie ich hier überhaupt die Videos aufnehme, also wie ich gezwungen bin, sie aufzunehmen. Ich tue es halt, das eigentliche Spiel, den Bildschirm verkleinern, also auf dem Monitor. Und dann filme ich es mit der Webcam ab. Die Gründe, warum, habe ich es schon mal genannt. Ich hatte meine Software, wo ich meinen Desktop aufnehmen konnte, die also Aktivitäten aufzeichnen konnte. Die war leider nur bis Windows XP. Und damals hatte ich auch ein langsameres System, also ich habe mehr als einen Rechner. Und da hatte ich halt immer die Wahl, wenn ich aufgezeichnet habe, konnte ich nicht gleichzeitig spielen, dann entweder war das Video zu langsam oder das Spiel gehangen, also war schlecht. Also die Rechenleistung hat nicht ausgereicht. Ja, und das Problem ist, wie gesagt, also nicht nur der Rechner, wo ich jetzt gerade davor sitze, an dem ich hier das Video erstelle, sondern ich habe mehr als einen. Also wenn ich aufrüste, ich tue dann immer gleich 2 bis 3 Computer aufrüsten. Das ist alles eine Geldfrage. Und abgesehen davon hatte ich ja, wie gesagt, bei Postel 2 Paradise Lost beim dritten Let's Play, also vor Mittwoch angekündigt, dass ich den Donnerstag ungern mache, dass ich mir eigentlich Zeit lassen wollte. Weil es gibt ein paar verzwickte, vertrackte Stellen in dem Spiel. Die sind bekannt, also ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Und öfters kommt es ja auch mal zu Bugs oder Glitches oder Abstürzen, war ja bei mir auch der Fall, also auch im Video dann zu sehen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn es in der Aufnahme dann drin ist. Aber ich habe es ja trotzdem versucht. Also ich habe es hochgeladen den Donnerstag. Mission 4 von Postel 2 Paradise Lost. Und das Problem war halt durch die Abstürze und so. Hat dann irgendwo mein Mauszeiger ein Eigenleben entwickelt und hat es irgendwie gesponnen. Also von der Anzeige her, was zu sehen war im Video, waren öfters mal Fenster, die ich unten in der Tastleiste gleichzeitig offen habe. Also um irgendwas aufzurufen oder dann später halt das Video auch hochzuladen auf YouTube. Kurz eingeblendet oder wenn ich auch zu sehen auf den Desktop geklickt habe, warte kurz meinen Desktop zu sehen. Und ich hatte ja auch gesagt, dass Freitag ein ganz böser Glitch im Spiel vorkommt. Der ist auch bekannt, da bin ich auch nicht der Einzige, dem es so geht. Man muss auf einer Hanfplantage, die von Hippies geleitet wird, was früher diese, also im normalen Spiel, Postel 2, Share the Pain, was früher diese Bin Laden-Terroristen waren, muss man mit einer Motorsense, Freischneider, also so ein Gerät mit einem langen Stiel halt, was man am Körper trägt und vorne ist ein Kreissägeblatt dran, muss man Hanfpflanzen ernten und da gibt es meistens irgendwie Hänger, also
klappt nicht, die Mission. Wird nicht gezählt, was man geerntet hat. Oder es funktioniert überhaupt nicht, dass man die Pflanzen ernten kann. Und soweit mir bekannt ist, hat entweder einer von den Erstellern vom Spiel oder ein Fan hat vor Jahren der Allgemeinheit seinen gespeicherten Spielstand zur Verfügung gestellt, wo diese Mission dann automatisch schon erledigt war. Und die muss man halt spielen, ansonsten kommt man wirklich partout nicht weiter. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, jetzt mit Freitag, wenn ich den jetzt fortmache, ob es dann nicht auch bei mir so ist. Ich muss mal gucken, also muss erstmal selber spielen für mich. Weil wenn, dann habe ich ja wahrscheinlich danach gespeichert, ob ich noch zu der Stelle komme, ob es dann ohne Probleme geht. Ansonsten muss ich halt versuchen, wieder diese Datei zu installieren. Also wenn ich es dann später aufnehme als Let's Play. Ja, und deswegen hatte ich mich halt, bis ich das erledigt habe, also die letzte Mission von Postal 2 Paradise Lost. Ich hatte ja gestern oder Mittwoch, also in der Mittwochsmission oder in der Donnerstagsmission, hatte ich ja bei der einen Aufgabe erklärt, das war die Figur, die man da, also wo man das Motorteil, das Bauteil, Gleichstromteil finden mussten. Das war die Figur hier, John, von Eternal Damnation. Und das ist auch ein Mod für Postal 2, auch von Fans erstellt. Deswegen dachte ich, wir spielen erstmal das. Also als Übergang, bis ich dann noch die Freitagsmission noch hochlade von Postal 2 Paradise Lost. Es haben schon einige davon Let's Plays hochgeladen, aber ich habe gesehen, die waren nicht so besonders. Das waren in der Regel junge Leute, also junge Kerle, junge Männer. Und die haben halt größtenteils Grütze gelabert. Ich meine, ich behaupte nicht, dass meine Stimme jetzt die schönste ist, aber man merkt ja, und Fans, die die Spiele kennen, werden ja auch gemerkt haben, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich irgendwas mache oder wenn ich irgendwas zeige und erkläre. Also wir kommen ja schon dahin, wo es sein muss. Und ich mache es ja auch, bis auf das Cheaten mache ich ja eigentlich alles auch richtig. Also ich halte mich ja nicht unnötig sinnlos an irgendeiner Stelle ewig auf, es sei denn, es gibt irgendwie Aussetzer oder Probleme oder Hänger oder Bugs. Ja, und deswegen werde ich erstmal jetzt mit euch Let's Play Eternal Damnation machen. Ich versuche natürlich, weil manche Missionen sind ja recht kurz. Also gerade wenn man weiß, wo man schon lang muss, manche Missionen sind etwas länger, oder verzwackter oder verzwickter. Trotzdem mehr aufzunehmen, also ein größeres Video zu machen, mehrere Missionen auf einmal, dass ich maximal zwei bis dreimal höchstens teile, also in zwei bis drei Teile das höchstens hochlade. Gut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, eigentlich nicht, und wenn, dann kann ich es auch später noch erklären. Also, Ton mit rein. Ich habe mal kurz den Ton jetzt ausgemacht, damit man mich die ganze Zeit hört, weil ihr wisst ja, wenn hier gleichzeitig was passiert und ich rede, ist immer etwas schlecht. Ach ja, Moment. Zu den Cheats, die sind eigentlich bekannt, aber ich kann sie nochmal einblenden. Also die bekanntesten Eternal Damnation Cheats und den wichtigsten zeige ich auch nochmal gleich. Das hier wäre der wichtigste hier. Ziemlich langes Wort. Super Kali Fragilistice Xpiali Dozios. Also das ist so eine Art wie ein Gott-Mod. Also Unbesterblichkeits-Mod und gleichzeitig hat man halt komplett alle Waffen, alle Munition. Also der ist eigentlich der wichtigste, wenn man den eingibt. Das ist klar, hier fliegen. Bei Postal 2 ist es halt Like a Birdie, hier ist es halt Ripper Z. Bei Postal 2 I feel free, also durch Wände schweben, wenn man partout irgendwo hängt oder nicht weiterkommt. Oder vergleichbar mit Noclip bei Return to Castle Wolfenstein, Goal. Also das sind eigentlich die drei, die ich am meisten benutze. Hier das lange, Ripper Z, wenn ich mal wirklich fliegen muss, oder Goal. Die anderen benutze ich eigentlich fast nie. Naja, und vorher genau wie bei Postal 2, also wahrscheinlich verwendet es dieselbe, wie sagt man, Plattform wie Postal 2, auch Sissy vorher eingeben, damit man überhaupt die Cheats aktivieren kann. Ja, nochmal eingeblendet für Leute, die die Cheats nicht kennen, aber eigentlich sind die Cheats auch schon mittlerweile sehr bekannt. Gut,
Also fangen wir mal an. Wir haben ja auch so, Moment schon. Wir haben ja gesehen hier, jemand hat meine Freundin überfallen. Ich habe mit den Typen vorgenommen, habe einen Schädel eingeschlagen, bin im Irrenhaus gelandet. Und natürlich will ich da nicht bleiben, also ich will mich ja wieder befreien aus meiner Zelle. Sekunde, ich muss den Code eingeben. Jetzt habe ich sie deaktiviert, also ich muss sie aktivieren. Gut. Die benutze ich eigentlich nicht gerne. Ich benutze eigentlich auch nicht. Ja, ich benutze eigentlich, glaube ich, bewusst die Schrotflinte am liebsten. Oder, was haben wir noch für Waffen? Probieren wir mal die Waffen durch. Hier ist man wohl eigentlich weniger, Schlagring auch weniger. Mit bloßen Fäusten ist Blödsinn. Genau, den benutze ich am liebsten, Granatwerfer und die Schrotflinte. Aber hier benutze ich natürlich die Schrotflinte, damit nicht ständig Explosionen zu hören sind. Oh good, Mr. Murray, you're okay. I wanted to check up on you. One of our patients escaped. He's going around the asylum killing everybody. Also irgendjemand hat den Typen jetzt geköpft und die Tür hat er halt mir vorher geöffnet. Also ich musste gar nicht selber töten. Und so zerstört mal die Köpfe hier. Hier zu. Also geht's nur in die Richtung. Also hier geht's auch lang noch. Ich laufe es mal woanders hin. So, hier geht's ja gar nicht weiter. Also ich kann ja in die Richtung. Hier sind Klamotten. Also jetzt habe ich mich hier umgezogen. That's what the fuck I'm talking about. Moment. Musst du mal kurz einen Schluck Kaffee trinken? Nochmal der Pfleger. Mitnehmen kann man hier nichts. Zerstören kann man auch nichts, oder? Nein. Verrückt doch. Kann ich immer nicht sehen. Ich weiß nicht. Ja, ist bekannt, hier kommt irgendwo jetzt ein Messer bei irgendeiner Ecke angeflogen, aber wie gesagt, ich bin ja unsterblich, also was soll's. Oder Hackeball kann er ja. Kann auch sein, es war hier vorne in der Ecke. Irgendein Vieh. Also ich kann nicht rein, ich könnte es nicht töten.
Ja, muss man halt auch aufpassen. Also wenn man keinen, ich sag mal, Gottmodus drin hat, keinen Sterblichkeitscheats, können die einen ja auch verletzen oder halt sogar töten, wenn man zu lange an der Stelle bleibt. Hier ist es bei mir egal. Hier dürfte jetzt irgendwo die Stelle mit dem Ball kommen, was aus der Zeit rausgeflogen wird. Stehen welche? Also ich muss die wahrscheinlich töten und dann kann ich da drüben weitergehen. God damn! What kind of sick motherfucker would do this? Holy shit! This maniac's killing everybody! Den konnte ich in seiner Zelle töten. Also die Tür war zu, aber ich konnte in seiner Zelle hier durch das Gitter schießen. Irgendwo war die Stelle mit den Beilen, was ich erzählt habe. Beile oder Messer, die aus der Seite rausgeflogen kommen. Also er lebt noch her. Ja, wo ist die Seite hier? Also in der Regel, wenn man auf den Kopf zielt, ist auch der Kopf gleich weg. Manchmal fliegt halt nur der Kopf runter, muss man den Kopf halt nochmal separat zerstören. Man muss es nicht, aber ich mach's halt gerne. Ja. Seht ihr, das meine ich. Kaum gespielt, geht schon los. Thank you.
habe ich den Thomas kurz ausgemacht. Also ich habe jetzt mit Absicht mal einen kompletten Vorspann laufen lassen, weil der hat ja vorher gefehlt, damit er auch mal den Genuss kommt. Aber wie gesagt, die meisten kennen ja das Spiel René. Jetzt mache ich es natürlich schnell, jetzt erkläre ich nicht nochmal alles. Also jetzt renne ich gleich zu der Stelle, wo es eben einen Absturz gab. Vorher speichere ich natürlich. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Die ist eigentlich verkehrt, ist halt ein bisschen brutal. Oh good, Mr. Murray, you're okay. I wanted to check up on you. One of our patients escaped. He's going around the asylum killing everybody. Also ein Punker war das, der den eben gekämpft hat. That's what the fuck I'm talking about. God damn, what kind of sick motherfucker would do this? Holy shit, this maniac's killing everybody. Ja. Scheiße, die Leiche, die da rumliegt. Also der Punker. Also der Verrückte, der eben den ersten Wachmann umgebracht hat. Ja, wo ist er? Ja. Ja, das ist normaler Wachmann. Die beide. Fucker. So, Moment, kurz speichern, bevor hier wieder ein Absturz ist.
Und die meisten wissen es ja. Wie gesagt, statt Medipacks bei Postel, hier sind das halt die Lebenspäckchen hier, diese Blutbeutel. Blutspendebeutel. Hier war der verrückte Banker hier. Ne? So, kriechen, also kennen wir auch vom Posten. Taste C ist normalerweise standardmäßig im Spiel. Für Ducken, also für Bücken und dann halt da durchkriechen. Mit der Bücken, also mit der C. Also bitte aufpassen vor den Armen, die da rauskommen. Wenn man natürlich cheatet, ist es wurscht. Das ist nicht offen, soweit ich weiß, oder? Nein, also noch eins weiter. Hier liegt eine einzelne Hand. Gehen wir auf und Postel 2, also wer das Spiel schon mehrmals gespielt hat. Also eine Sackgasse, also kann man nicht irgendwo schweben, man kann da oben raus schweben. Führt ins Leere, also ist kein Levelausgang. Aber ich meine hier mit der Leiche, die da rumschreit, help me, das ist auch bei Postel 2. Also picken, Moment, muss ich da in die Richtung nicht drehen. Ja, ich denke mal noch da was. Ja. Speicherfeuer. Nicht, dass ich hier nochmal den ganzen Gang nochmal durchkriechen muss. Achso, wäre eher Levelende gewesen. So genau habe ich es auch nicht mehr in Erinnerung. Das hätte ich halt hier von denen hier die Pistole mitnehmen können, brauche ich ja nicht. Ja, das meine ich, das sind die Lebenspäckchen. Also wenn ich jetzt Leben verloren hätte, hätte ich hier ein Lebenspäckchen gefunden, hier hätte ich neue Munition gefunden, angenommen ich hätte die Pistole benutzt. Schnauze. Lebenspäckchen. Dose, aber glaub, kann man nicht benutzen, oder? Nee. Also wahrscheinlich ist es irgendwas, was ich bereits besitze. Gut,
wundere mich aber, weil die so blinkt. Also ich dachte wirklich, das ist irgendwas, was man nehmen kann, was aktiv ist. Stühle, kann man die Stühle hier zerstören? Nee. Die Zellen sind leer da hinten. Ja, ich muss eh da lang. Nee, doch nicht. Ah, doch hier. Waffen. Quatsch, wenn ich von der Seite will. Tötet seine eigenen Kollegen hier. Hier, den habe ich nicht mal umgebracht, den hat ihm sein eigener Kollege umgebracht. Lebenspäckchen. Lebenspäckchen, also nichts, was ich jetzt unbedingt selber brauche. Auch klar von Postel 2 hier drauf schießen. Sicherungskästen kann man irgendwas aktivieren oder deaktivieren. Ich weiß nicht, ob es auch hier mit meinem Bohrer geht. Mal testen. Ja, geht auch mit dem Bohrer. Also ist ja klar, hier oben den gleichen. Die Tür da, wo ich vorhin die Treppe runter bin. Also ganz Weg wieder zurück, hätte ich mir halt der Speicherung gefunden. Ich hab's ja nicht mehr in Erinnerung gehabt. Jetzt nehme ich auch meine Pistole oder irgendwas.
macht zwar Spaß, die Leute sitzen verstickeln, aber von weiter weg knallt es noch besser. Nicht so gut zu zielen, was mit Zielfernrohr wäre besser. Ja, den habe ich definitiv erwischt. Ja. Bleib nicht stehen, dieser. So muss ich wohl zu dir hin. Nachträglich kann man den Kopf nicht mehr zerstören, also zumindest nicht mit der Pistole. You're not so tough. Quatsch, deine Ruhe voll. Irgendjemand schreien in der Ferne. Ach ja. Na, komm, guck dich ein. Kein Kopf zur Platz, aber so jetzt. Zielt auf mich, aber drückt nicht ab. Also hier brennt's, hier kann ich noch rein. Ist ja deaktiviert. Give it up, John. There's nowhere to go. Hier können wir mit der Dingswaffe arbeiten. Action, aber wenn es hier mal zugeht. Aber wahrscheinlich bleibt die Tür. So, und jetzt weiß ich ja schon, was kommt. Moment. Aber ich habe da irgendeinen übersehen hier, 11 von 15. Hier oben sind ja immer Leute eingeblendet hier. 15 Leute hätte ich töten müssen, 11 habe ich nur. Muss ich halt einen Absturz riskieren. Weil mit dem Ding tue ich eigentlich am liebsten. Hier mit dem mit der Schrotflinte. Ah, ich höre schon. You can't do that for me. Ach, wo war er? Oder reden die über der Türkarte mit mir? Ja, hier waren welche schon vor der Tür. Aber es geht noch nicht raus. Also irgendwas habe ich noch, irgendwelche Leute habe ich noch vergessen umzubringen.
jetzt habe ich es alle auf einen Schlag. Den Bullen auch da. Gut. Ja, was habe ich jetzt reingesammelt? Ich mal Platz hier. Keine Ahnung. Also mit dem Ding ist es natürlich am schönsten, weil wenn dann hier die Körper, wenn man nochmal durchschießt, sind sie halt gleich verschwunden. Also gerade wenn die im Weg rumliegen und irgendwas blockieren. Gerne mal vor, kennt man ja auch von Postel 2, wenn solche Körperteile hier irgendwas blockieren, also eine Tür nicht aufgeht oder irgendwas anderes gerade blockiert wird, dann muss man sie halt zerstückeln. Ansonsten kriegt man ja den Körper in der Regel nicht mehr weg, es sei denn, man kann die Leiche generell bewegen, wenn sie am Boden liegt. Und natürlich, weil es weiter wegfliegt. Ich zeige das gleich mal draußen. Also, wie vorhin da in dem Zellentrakt. Wenn Gegner wie hier weiter wegstehen, kann man es halt besser erreichen, also mit einem Schuss. Get on the ground! Oh, my God.
Ja, ist halt blöd zu reden, wenn die Musik so laut ist. Levelübergang wollte ich gerade sagen, den Rest hat man ja gesehen. Shit, now where am I? Oh, there's Lori's apartment. Maybe I can hide out there. Hope she's home. Jetzt aufpassen, wenn wir dann daheim sind. Nicht, dass man aus Versehen seine eigene Freundin tötet. Man kennt das ja, also Fans auch von Return to Castle Wolfenstein. Bestimmte Leute darf man nicht umbringen. Also nicht einfach sofort abdrücken, sobald man irgendwo einen Raum betritt und jemand einem entgegenkommt. Das hat man aus Versehen seine eigene Freundin getötet. Und das heißt Spielabbruch. Aber erst wenn wir zu Hause sind, also ich tue vorher nochmal was dazu sagen, wenn es wirklich an der Stelle ist. Moment, ich speichere selber, auch wenn er automatisch gespeichert wird. Die, die auf der Straße ist, sind illegal, also die kann man alle töten. Hier, die habe ich alle beiden Schlaf, also ist halt sehr effektiv, aber man muss halt immer ein Risiko leben, dass es mal abstürzt, das Spiel. Aber so ist es halt eine schöne Waffe, also nicht so gut wie ein Gewehr mit Zielfernrohr, aber man erreicht halt Gegner, auch wenn sie weiter weg sind. Und in der Regel mehr als einen, wenn sie nahe zusammenstehen. Ja, den habe ich da hinten an der Hausmann da noch erwischt. In manchen Leveln ist das hier Speicherübergang, also Levelübergang, hier aber nicht. Irgendwo da hinten, genau im Moment. Ich glaube das Gebäude, das oder das, also hier die beiden Hochhäuser. Da ist mein Apartment und da ist meine Freundin, also nicht aus Versehen töten, sobald man einen Raum betritt. Aber ich kann es mal aus Spaß dann machen. Wertvolles, nur vollgepisste Klos. Hier dasselbe, alles versifft. Also man sieht es ja schon. Ich will meine Hände ganz weg haben. Keine Ahnung, also irgendwo war es, Taste, wo Waffe nicht mehr zu sehen ist. Der Postel-Guy, Gary Coleman, der Assistent hier von Vince Stacy, Onkel Dave, Crutchy, also Anspielung auf Postel 2.
als Star Wars Parodie. Ja, hier ist es ja offensichtlich. Autos, weiß ich nicht mehr genau, ob die explodieren, aber ich will es halt nicht riskieren. Je mehr Explosionen, je mehr passiert, desto eher kann der Absturz kommen. Da stehen auch welche noch zusammen, also mal sehen, ob ich es noch reinschlage. Ja, alle auf einen Schlag erwischt. Ja, und hier ist auch klar. Posteldot, Gary Coleman, also Werbung hier, Kelvin Klein. Auch als Parodie. Bullis zurücksparen. Entschuldigung. Hat der noch hier zu der Truppe gehört von dem? Oh, hier hinten ist auch noch einer. Ja, ich hab. Also hier wäre noch einer gewesen, da wäre noch einer gewesen. Das Bild ist klar, also ich dachte erst letzte Abendwahl, aber keine Ahnung. Also wir sind unter der Treppe, also nichts Wichtiges. Moment. Man wusste, dass der Fernseher schwarz wird, wenn man drauf schießt. Cola, hier ist auch klar. Sogar die Atombombe, es sei denn, das soll ein Baum sein. Ne? Ja. Sogar die Atombomben-Explosion. Und das ist doch ein Pilz, also ein normaler Baum. Dass das ein gesunder Baum ist und das ist ein abgestorbener Baum. Also es hätte auch ein Atombild sein können hier. Da geht nicht mal das Ding zur Seite. Ich will doch gar nicht irgendwie wegdrehen. Ah, hier noch eine Kohle. Mit irgendeine CD, aber ja. Ich kann sie ja nicht lesen, weil die Stühle hier nicht beweglich sind. Also hier was draufsteht, aber ich schätze mal, das ist eine Anspielung auf die Golddisc von Postel 2 hier. Am Samstag oder am Sonntag hier, also Apokalypse Weekend eigentlich. Goldmaster CD hier. Erst warten, bis die Tür zu geht, da haben wir die Antwort. Ja. Nichts Wertvolles. Also
sie nur Cola. Hier ist zu, hier unten steht sie. Da ist Lucket. Trotzdem mein Haus oder hier, ich glaube, das hier ist mein Haus hier, das so raus. Hier drüben war doch nee, das scheiß Kino. Also wir hätten auch den Weg gehen können, aber jetzt haben wir halt nochmal das andere nochmal uns angeschaut. Ja, genau bei dem Truck dürfte mein Opa sein. Es sei denn, ich habe es falsch in Erinnerung. Geht auch nicht weiter, also ich habe falsche Erinnerungen gehabt. Ich dachte erst hier mit den Leitern irgendwas, aber glaube ich nicht. Und hier ist mein Hof, also irgendwo stehen hier welche. You ain't going. Ach ja. Fuck you. Fuck you. 9 von 10. Ach ja, ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich hab hier. Alright, boys, looks like we got a fucking riot about to break out over here. Let the fucking lunatic go. We got bigger fish to fry. Also, es ist doch vorstellbar gekommen. Da hätten sie auch nicht extra ein kleines Filmchen gebraucht. Das war, was ich vorhin gemeint habe. Hier, also die Granatwerfer verschwinden die Leichen relativ schnell. Das mit dem Kopf. Kopf habe ich eben gemacht, weil das ist ja später wichtig bei Zombies hier. Also wenn der Kopf abgedreht wird, läuft ja der Körper weiter. Immer den Kopf zerstören, wenn er am Boden liegt. Entweder mit Treten oder hier mit Granatwerfer. In der Regel tue ich ihn mit dem Granatwerfer anschießen, den Zombie. Wenn der Kopf abgefallen ist, leite ich weiter vor, also mit dem Fußtritt. Ist eigentlich effektiver. So, jetzt kommt gleich die Stelle mit der Freundin. Also hier lieber erstmal Waffe weg, weil jetzt reden wir erstmal mit unserer Freundin. Nicht, dass wir aus Versehen die Freundin töten. Das will ich auch nicht, ich will komplett ohne Waffe. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Jetzt. Hier einer von denen ist meine Wohnung und da treffen wir halt Lori, also unsere Freundin. Noch ist sie ja unsere Freundin, also ein Mensch. Zum Rest komme ich später noch. Ich glaube, hier war es, aber ich gucke nochmal hier. Sowieso zu. Also, können wir nur hier die Tür. Hier wahrscheinlich, da steht sie. Also, das erste Mal, wo ich das Spiel
noch nie gespielt habe, bin ich auch rein und habe sofort die Frau hier umgebracht. Und auf einmal stand da, du tötest Lori, also ist schon anderen so passiert. Und leider hatte ich da wahrscheinlich auch irgendwo nicht gut gespeichert. War halt blöd und musste ich halt ziemlich weit zurück wieder von vorne anfangen. Mal kurz hier gucken. Meine eigene Küche, aber da muss ich dann sowieso, also erkläre ich gleich. Ja. Irgendwo war hier eine Öffnung im Boden oder keine Ahnung. Drüben beim Nachbar war eine Öffnung im Boden, komme ich gleich dazu. John? Is that you? Lori, they're after me. I need somewhere to hide out. How'd you escape? It's a long story. Hey, I'm thirsty. You got any water? No, not bottled. Just sink water. I don't believe in paying for anything you can get for free. Yeah, never mind. Fuck it. I'm gonna head to my place and get some shits, maybe some weapons. But I need somewhere to hide out. Why don't you go to the museum where I work? You can hide there. I've got the keys. Cool, that might work, shit. Oh wait, but isn't that fucking showing today at the museum? What was that all about? Oh yeah, our museum has the original holy water that Jesus used on the resurrection of Lazarus. It's a huge tourist attraction, but it's over now. The museum's empty. I'll meet you there later. All right, cool. I'll see you over there then. Moment. Na, was ist jetzt los? Also das hier ist Lori. Also auch nicht treten. Kann man sie genauso verletzen oder genauso heißen, wenn sie stirbt, wenn man sie mehrmals tritt. Spielabbruch. Naja, und die ist halt, wie sagt man, beschäftigt sich mit schwarzer Magie. Habe ich ja mitgekriegt bei YouTube, also so stark ist die Zensur nicht, dass auch sowas hier gleich beanstandet wird. Also ich kann ruhig mal etwas länger drauf zeigen. Da gibt auch ein schönes Vorschaubildchen hier. Falls YouTube das später beim Video als Vorschaubild anbietet. Gut. Ja, wo ist sie hingegangen? Was ist da? Die wollte doch nicht. Wo ist denn unser Freund? Ach ja. Gut, also die können wir erstmal jetzt vergessen. Die brauchen wir jetzt nicht. Ja, hier. Also vorher war die Nachbartür verschlossen. Jetzt ist sie offen. Moment, geht gleich los. Wo machen wir wäschen? Ja. Aber speichern tue ich nochmal, damit der ganze Blödsinn nicht nochmal kommt, wenn ich abstürzen sollte. Immer zwischenspeichern, also das ist eigentlich das Wichtigste in jedem Spiel. Bis auf Spiele, wo es nicht möglich ist, also wo man nur am Level End oder so speichern kann. Man kann ja nie wissen, gell? Na, bis jetzt los, oh ja. Hey, you need to hurry the fuck up and steal this shit for somebody console, man. Hey, you grab the fucking TV. Hey, who the fuck are you? You fucking looking at us, huh? We fucks you up. Thank you.
meine ich, ne? Geh mal weg hier. Wenn das bei Zombies passiert, nachdenklich den Kopf zerstören, entweder Fußtritt, also bei Zombies geht auch Fußtritt. Bei Menschen musst du halt mit der Granate. Man kann ja nie wissen. Ich versammle dann der Körper ohne Kopf hinterherläuft. Nichts, was ich gebrauchen kann. Und das war's, was ich bei Postel gemeint habe, hier wo ich gesagt habe beim Let's Play. Achso, das Video habe ich ja gar nicht mehr. Das habe ich aber da rausgenommen, weil es nicht so toll war. Naja, das sind auf jeden Fall eine Waschmaschine, ist klar wie bei uns, und das sind halt Trockner bei den Amerikanern oder auch Waschmaschinen. Also hier beim Supermarkt hier, wo die Terroristen sich aufhalten, wo so Waschmaschinen hier so Trockner rumstehen. Warum ich die Klavita erkannt habe. Weil die kommen ja auch in amerikanischen Filmen und amerikanischen Serien immer vor hier. Hat sogar Kinder gehabt hier, der Typ, der mich gerade angegriffen hat. Na, war denn nicht irgendwo eine Öffnung im Boden? Oder durchs Treppenhaus? Weil hier werde ich Waffen gründen. Und ein Rasierapparat. Noch ein Rasierapparat. Ah ja, und so sieht die Figur. Achso, wir haben ja die Figuren gesehen. So sieht halt die Figur aus. John so und so. Moment, ich stehe mal hier aufs Klo. Also so ähnlich wie der Postel tut. Nur dass der halt eine Glatze trägt hier. So, war es doch Treppenhaus. Ich dachte, hier war irgendwo ein Loch im Boden. Aber wahrscheinlich später noch. Oder ich muss mit dem Fahrstuhl wieder fahren. Nein, Treppenhaus. Da bringe ich jetzt was durcheinander. Ich bin nicht ganz sicher. Probieren. Shit. Ja, Treppenhaus war richtig. What the fuck? Die Fenster halten sind später noch eine Beweis auf sich. Falsch gelaufen. Ah ne, das war ja mit dem Fenster. So, Moment, jetzt muss ich da nochmal betrügen. Ich mach mal kurz den Ton aus. Aber wie gesagt, die meisten kennen ja das Spiel ohnehin. Also eigentlich ist geplant, dass man hier draußen auf diese Simse steigt und dann immer hier über diese Leitern, über diese Bretter zum nächsten offenen, also zum nächsten Fenster, wo ich jetzt die Gläser schon weggeschossen habe. Die erkennt man ja hier. Vorher war es glashell. Aber das ist mir echt zu blöd, also hier mit dem Balancieren. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht sterben kann, wenn ich abstürzen würde. Also ich mache es lieber, dass ich fliege.
Eigentlich wäre ich von dort bis da. Dann wäre ich nach hier gekommen. Den habe ich auch erwischt. Dann wäre ich nach hier gekommen. Hier hätte ich wieder einsteigen müssen. Man sieht es ja. Hier ist kein Fenster sind. Hier wahrscheinlich wieder rein. Also gute Warnung. Nie mit. Muss man kurz einen Ton ausmachen. Also nie mit Kippe einschlafen und wie gesagt, nie mit Feuer spielen. Man kann ja nie wissen, gell. Und wenn man Drogen nimmt, auch nicht unbedingt mit der Kippe mal einschlafen. Blockiert. Also ich muss unten lang, also ist eigentlich, man kann nichts falsch machen. Ist auch klar, alle zu, also geht's nur hier. Hier ist es offensichtlich. Neuer Tag. Moment, ich mache den Ton mal kurz weg, wegen dem Gelache da hinten im Hintergrund. Ich habe den Ton mal kurz ausgemacht. Also neuer Tag. Und das Wichtigste ist, wenn man cheatet, aber das wisst ihr ja selber. Aber ich kann es ja nochmal extra erklären für andere. Hier muss man bei jedem neuen Tag den Unsterblichkeits-Cheat, also den Gottmodus wieder neu eintippen. Ansonsten bist du jetzt wieder verletzlich, sobald ein neuer Tag beginnt.
Und natürlich hat man dann auch wieder alle Waffen. Also wieder alles voll Munition. Hier 999, also jetzt wird er voll, der Granatwerfer. Ich weiß nicht, was ich vorhin verschossen hatte. Es waren garantiert weniger. Also man ist automatisch wieder unsterblich und man hat natürlich automatisch wieder volle Munition. Und das sollte man immer machen, wenn man cheaten sollte, bei jedem neuen Tag. Ich glaube, hier kann ich mal Spaß erstmal den Bohrer nehmen hier. Ach, wir können ja die Knarre mal wieder benutzen. Das irre Lachen hat mich beim ersten Mal aufgeregt gemacht hier, das Kinderlachen. Da dachte ich immer, da ist da irgendwo ein Kind in der Nähe, aber das irre Lachen wird die ganze Zeit eingespielt. Hier ist klar, unten durchkriechen, also C wieder. Kann sein, dass ich zu laut spreche, aber ich spreche etwas lauter wegen dem Kinderlachen im Hintergrund. There's the killer! Get him! You just signed your death warrant. I'll kill you! Goldreutel. Also, soweit ich weiß, geht es ja eindeutig nicht weiter, es sei denn, man schwebt auf die Wand. Kann man auch nicht mitnehmen. Die Cola ist auch nur eine Trappe, aber das Essen dürfte echt sein. Auch nicht. Hier, da geht's dann rein. Alter, mal Lebenspäckchen für die, die nicht cheaten, aber ihr wisst es ja sowieso. Ja. Also hätten wir uns ersparen können hier, bis auf die, die nicht cheaten, wegen dem Lebenspäckchen, weil zwei Gegner und dann das Lebenspäckchen. Muss ja nicht unbedingt sein, oder? Was ist denn das überhaupt? Ach, lass mich doch mal auf den Tisch hier. Keine Ahnung, ich schätze mal wieder. Ach, das Lachen. Ich schätze mal wieder Tripper hier. Also auf dem Postel 2. Gonorrhoe. Ich schätze mal hier Tripper Tabletten. Wo er Freitag hier ein Problem hatte hier mit dem Pinkeln. Ja, hier das Gary Coleman Autogramm ist klar. Also eindeutig ein Spieler mit Postel 2.
Reinzwängen, also kriechen, reinzwängen. Man hört ja schon, jemand schreit im Hintergrund. Fuck! Na komm her, du Beppo. Du auch. Sehen, dass ich schieße und rennen auf mich zu, die Clowns. Ich fass es nicht. Blockiert, also man muss da lang hier. Also man kann ja eigentlich sich nicht verlaufen. Hier weiß ich nicht mehr genau, also irgendwo gab es da einen Trick, also außer halt natürlich betrügen. Wenn ich, wie gesagt, hebe. Shit, that's the way out, but those fucking boxes are in the way. Moment. I need to find something to blast them out of there. Also ist ja klar, ist nicht mehr blockiert, sobald der Feueralarm ausgelöst wird hier. Ja, ich höre doch schön, wie jemand da irgendwo auf mich anlegt. Ah, ja. Fucker! Weg mit euch. Panzerklaus. Du hast wahrscheinlich auch noch eine Trappe, also kann man nicht mitnehmen, aber ich brauche ihn ja eh nicht. Ach hier, naja, da bin ich gekommen, genau hier. Kann man auch reinkriechen hier, also erst auf den Tresel springen. Dann hier vorbei. Warte, bicken, also kriechen bitte, C. Zack. Hätte man sich aber ersparen können, weil hier ist gar nichts. Selber, also erst C, also um da wieder rauszuhüpfen. Erst C und dann springen, also dass man wieder auf den Tresen kommt. Oh shit. That don't move those boxes. Naja, und jetzt hätte ich halt, also meine Lieblingswaffe, jetzt hätte ich sie halt gefunden, wenn ich nicht schon ohnehin gecheatet hätte. Und mit dem arbeite ich halt am liebsten, man hat ja gesehen, Gegner vom weiter weg gut zu treffen und wenn sie zusammenstehen, klar alle auf Einschlag. Oder halt Schrotflinte wegen gleichzeitigen Kopf zerstören. Also gerade bei Zombies. Zombies kommen ja noch haufenweise später drin. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Also auch Postel 2 hier, Catcher in der Reihe hier, Hänger im Rocken. Anspielung auf Postel 2. Schutzweste brauche ich ja nicht. Überlege ich selber, wie ich wieder zurückkomme. Irgendwie habe ich mich jetzt gerade verlaufen. Irgendwie habe ich jetzt gerade mal kurz die Orientierung verloren.
Ja, man macht es halt nicht jeden Tag, gell? Ne, ist bestimmt dahinter, also komplett jetzt wieder außen rum hier. Ach hier, ja, toll. Ah, man hört es ja schon. Volltrottel. Gut, ich dachte, man muss hier irgendwo einen Hebel bewegen. Aber war das später, wo man einen Hebel bewegen muss? Also hier drüben muss man garantiert irgendwo noch einen Hebel bewegen, das weiß ich. Wird sich herausstellen. Tja, wie war das jetzt hier mit dem Feueralarm? Ich habe keinen entdeckt. Es tut mir leid, also ich weiß es nicht mehr. Ich will mich jetzt eigentlich 100 Jahre totzirken hier. Umso länger wird ja das Video, umso größer. Also muss ich mal kurz tricksen. Mach's mal so, dass alle sehen. Also irgendwo hätte ich jetzt was machen müssen hier. Dass ich hier rausgekommen wäre zu der Kabine und normalerweise steigst du hier in die Kabine ein und fährst. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mit mir fährt, wenn ich das nicht gemacht habe. Ausprobieren. Ja, also so geht's nicht. Irgendwas hätte ich machen müssen. Ja, dann fliege ich halt meinen Weg. Halt, jetzt wollte ich einen Postal-Cheat eingeben. Also normalerweise irgendwo hier die Kabine benutzen. Ah, jetzt geht's. Geht's ins Leere. Da nicht runterhüpfen. Hier ist eine Treppe. Und da stehen ja schon welche. Also wieder andere Waffen nehmen, wo man besser auf Distanz töten kann. Das eigentlich, warte, das hier. Ist aber nicht so schlimm, weil dürfte eigentlich gespeichert sein. Tut mir leid.
Halt automatisch. Nee, auch hab ich. Habe ich diesmal. Scheiße. Ja, geht's halt nicht anders, also tut mir leid. Ich habe diesmal selber vergessen, zwischenzuspeichern an der richtigen Stelle. So, versuchen wir es schnell zu machen. There's the killer! Get him! You just signed your death warrant. Mal sehen, ob ich mir das sparen kann, also hier die anderen Kunden nochmal umzulegen. Gleich hier durch. Ist halt nervig, wenn es abstürzt. Dabei habe ich gar nicht viel gemacht mit Explosionen oder irgendwas. Schnauze. So, diesmal fliege ich rüber. Also wissen wir jetzt, Kabine hätten wir eigentlich nutzen sollen. Also ich mache es jetzt diesmal schneller, also fliege. Beziehungsweise schwebe. Und hier unten war einer versteckt. Da muss ich wahrscheinlich doch warten im Moment. Oder ich muss die Kabine doch erstmal kurz benutzen. Sonst erscheint der Typ ja da nicht. Also im Cheaten lag's nicht, keine Ahnung, bei uns lag. Man hat ja schon das Geräusch eben gehört, also wie jemand seine Waffe bereit macht. Man kann sich ja darauf einstellen. Ja.
Also ab hier haben wir eben den Absturz gehabt, also jetzt speichern. Und alles, was von hier ankommt, ist jetzt wieder neu, also noch nicht gewesen. Weste, Waffen, Munition, was zu essen. Ach hier, für meinen Granatwerfer Munition. Eine Bewegung dahin. Explodieren die Fässer. Vorsicht, nicht, dass wir da Absturz gibt. Nein. Ich war eigentlich der Meinung, ich habe hier gerade eine Bewegung wahrnehmen können. Munition, Healpack, also nicht für mich wichtig, aber halt im Spiel, also wer nicht cheatet. Außenrum, also ist nicht vorgesehen, dass man da langläuft. Auch nicht anscheinend, dass man hier lang soll. Da haben die Kunden mich hier auf eine falsche Fährte gelockt, die hätte ich da gar nicht jetzt da langlatschen müssen. Na ja, gut, fürs Spiel, also fürs Let's Play ist es wichtig. Ja, aber hier geht's eigentlich weiter. Moment. Mal die Kisten hier angucken. Also von hier bin ich gekommen, ist klar. Hier war nichts. Normalerweise auf die Kiste springen und mit der Kiste auf die Kiste springen. Hab ich versucht. Hier hätte ich wahrscheinlich mich durchschmuggeln können. Das sind Fässer.
Explodieren bestimmt. Ich komme nicht hin. Direkt Stand-Exit am Dings. Jawohl, hier steht auch Exit. Ja, aber hier werden wir es immer richtig. Immer noch jemand. Also hier garantiert nicht, also eben der Weg. Also jetzt habe ich es wieder langsam, jetzt fällt es so langsam wieder alles ein. Ja. Ich höre doch schon jemanden, wie er mich anschnauzt. Ach, hier unten. Was wollt ihr, Peppos? Sterben könnt ihr, habe ich nichts dagegen. Gut, also normalerweise wären wir jetzt hier gelaufen, aber man sieht es ja auch, wenn ich drüber fliege. Steg. Ich höre schon wieder, wie mich jemand anruft. Also irgendwo lauert mir jemand auf. Ah, ja. Das nächste Mal stecke ich deinen Kopf hier in das Sägeblatt, wenn du auf den Sack gehst. Das ist doch so. Also eigentlich hier die Leiter hochklettern, jetzt bin ich halt geflogen. Waffen. Irgendwelche Kunden, aber ich habe sie ja schon aus dem Augenwinkel erkannt. Wieder hochklettern. Da ist dann später der Levelausgang, hier Exit, da hinten, wo ich gerade hinzeige mit dem Fadenkreuz. Tja. Also normalerweise, wenn ich jetzt gelaufen wäre, wäre ich ja auch wieder in eine Sackgasse gekommen. Wie gesagt, Levelausgang. Irgendwas habe ich übersehen. Ich weiß, dass man hier irgendwo einen Hebel bewegen musste. Und das war doch der Levelausgang. Gut, wie wäre ich überhaupt da hingekommen? Kann ich gehen? Geh mal weg, du Scheißbahn. Auch hier, wo der abgestürzte Fahrstuhl war. Also ich hätte mich hier im Moment, ich mach's mal. Na, jetzt geht's wohl nicht. Ich hätte mich hier durchmogeln müssen, also wieder bücken. Dann hätte man hier langlaufen müssen. Hier diesen Weg runter. Hier, die Treppe hoch. Treppe hoch. Da rein. Bist du hier sind welche mit dem Hebel? Ja, hier ist klasse.
halb zersprengt und ist immer noch am Leben, wie es aussieht. Hebel benutzen, hier Press F. Also da steht so an der Seite Press F. Jetzt habe ich halt das Tor geöffnet. Also irgendwo kommen wir da woanders hin mit dem Tor, oder ich wäre halt beim Ausgang hingekommen. Der Typ eben war klasse hier. Ist schon halb zersprengt und tut immer noch sich bewegen. Ja. Gut, also und da sind wir gekommen, also jetzt hier. Hier um den Kran hier drumherum hier. Ja, also das war's eigentlich. Oder doch noch nicht. Ach nee, das hätte er mir angezeigt, wenn ich vorher schon beim Tor gewesen wäre. Also war nicht so wichtig. Also hier Ausgang ist klar, Exit. Here's my house. My shit better still be in there. Hier werde ich jetzt mal nicht so viel reden in dem Level, weil einerseits ist die Musik schön und andererseits passiert ja viel. Also Zombies und so, Leute, die das Spiel kennen, wissen so. Also da wäre ich sowieso kaum zu verstehen. Geld raus.
Yo, who the fuck is this? John, this is Father Winston. Come down to the cathedral when you get a chance. Okay. Let me take care of some stuff first, and I'll meet you down there later. Weißt du, hier Pack hier vorne haben wir ja gesehen. Cocksucker, I got an idea. How about you let me out the fucking gates and I won't cut your balls off and suffocate you to death with them? No can do, I just seen some burglars go in them houses. I called the cops already, but I'm gonna keep the tunnel locked off until the cops get here. Man, fuck the cops. I'll take care of the pussies myself. Die Bude da drüben ist die Tür aufgegangen hier. Und 7 Leute töten. Vier und 7 haben wir. 6 haben wir von 7. Alle 7. Moment, speichern. Und mal kurz was am Rande. Also hier, wie gesagt, die Musik ist klasse. Deswegen spreche ich hier nicht so viel. Die kann ich nur jedem empfehlen, sich runterzuladen. Die gibt es teilweise auch als MP3. Oder man muss halt ein Video runterladen. Gibt es ja auch Möglichkeiten. Ich weiß schon, was ich meine. Ich will es jetzt nicht erwähnen. Und dann halt das Video davon, die Musik wieder raus extrahieren. Also das Video von dem Video, davon wird eine MP3 erstellen, von der Musik. Und später in den Katakomben da, wo er dann auch durch diese Gänge durchtaucht. Die Musik finde ich auch klasse. Also die beiden Musikstücke sind von dem Spiel meine Lieblingsmusikstücke. Wenn dann später die Musik kommt, werde ich natürlich nochmal was erwähnen dazu. Thank you.
Also hier, die Tür ist aufgegangen. Eben der kleine Fenster zu sehen war. Also 8 Leute müssen getötet werden, 5 habe ich. Nummer 6. Nummer 7, einer fehlt noch. There is only one place to get all the information you need to know. Channel 3 News at 5, 6, and 10. Ultimate in-depth late-breaking news that affects you. Welcome back to the program. For those of you who missed it, there seems to be some kind of plague or epidemic spreading throughout Castle Ridge. Estimated casualties have reached an all-time high, and police have informed everyone to stay inside. Stay tuned for further details as they progress. Moment. Ich war mal kurz weg, hab mir was zu trinken geholt, weil wenn man hier redet, da ist Kaffee nicht unbedingt ideal, wenn man redet. Ich habe mir was geholt, was den Hals besser ölt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt war ja klar, also Zombie-Warnung, jetzt geht's richtig los. Also da kann ich so ohnehin nicht viel quatschen, weil die Zombies ja die ganze Zeit Krach machen. Entweder Granate, dann ist meist der Kopf schon zerstört, oder halt auf den Körper schießen, dass der Kopf runterfällt und dann halt Kopf zertreten. Man kann natürlich auch Pistole oder irgendwas benutzen. Oder hier den Bohrer. Der Bohrer wäre, ja genau, ich nehme mal Spaß den Bohrer jetzt für die Zombies. Weil hier, ihr wisst, was ich meine, in den Kopf nein, ist natürlich angenehm für einen Zombie. Der Nachteil ist, so sind, wo die Leichen waren von den Zombies, so ist der Platz wieder sauber, bei dem Bohrer bleibt natürlich der Körper liegen. So, ich weiß gar nicht, waren das jetzt alle, aber kommt noch was. Ansonsten geht's halt hier durch. Wahrscheinlich waren das hier an der Stelle in dem Level alle. Hört sie schon, also hinter der Tür wird kräftig gekrunzt, da steht ein ganzer Pulk von denen und auch später trifft man wieder Ansammlung. Also hier wäre natürlich der Granatwerfer besser, dass man mehrere auf einen Schlag erwischt. Aber ich cheate ja, also mehr können sie ja nichts tun, also kann ich auch langsam arbeiten.
Ja. Normalerweise hätte ich die jetzt alle auf einen Schlag erwischt, aber ich mach's halt Stück für Stück. Ihr wollt ja ein bisschen euch amüsieren. Granatwerfer benutzen, so geht's gar nicht, wie ich dachte. Also mit anderen Waffen, also zumindest nicht von hier drinnen. Achtung! Gesehen, benutze ich den Granatwerfer, sind zu viele auf einen Haufen, hängt das Spiel, also ich muss doch was anderes nehmen. Aber schön sauber jetzt hier, wo sie eben alle waren. Hier. Das meine ich, das ist das Tolle am Granatwerfer. Kniechen, also C. Springen. Ja, hier geht's lang. So schön. Ist halt nicht so schön. Hier bleiben halt die Leichen liegen. Granatwerfer wäre auch die Spuren verschwunden gewesen, aber dann hängt das Spiel, wenn zu viele sind. Also das ist nicht mein System, das ist generell im Spiel so. Also ich habe ein relativ schnelles System, jetzt ist ja aufgerüstet alles. Das ist halt so. Wenn zu viel passiert, auf einmal entweder Absturz. Oder es hängt, also das kennt man ja, kennt ihr ja auch von anderen Spielen. Okay.
Hochhüpfen. Da rein, und man sieht sie ja schon. Die stellt sich auch noch an, die Trottel. Das habe ich ja nicht erlebt. Ich mache einen Kalt und die nächste rückt genau an die Stelle. Also, klasse. Naja, Zombies halt. Hier zu, also zerplatzen auch. Das wird auch schön sauber. Also wie beim Granatwerfer, irgendwann zerplatzen sie. Hier, jetzt sind wir bis auf Blut. Wird alles schön sauber. Da stellt die sich auch noch an, Junge. Ich weiß es nicht. Riechen, also bitten wir doch C. Weißt du, wer sie gebraucht hätte? Und Levelende. Also entweder Levelende, das geht halt hier ein Stück weiter, aber ich glaube, es war erstmal Levelende. Ja, Levelende. Hey, Father Winston, how you doing, man? Hi, John. Oh, you got holy water spilled all over the floor. How'd that happen? Did you do that? I don't know how that happened. I've never poured too much holy water in my life, and I never will. Okay. So, what's up? I just wanted to congratulate you for finally getting Lori to come to the church. I was really proud of you when I saw her at Mass today. What? Why would Lori come here? People don't just get their faith back just like that. And besides, why would this even matter to you anyways? It's important that both of you find your faith before it's too late. I have a feeling in my heart that the ending is near. Why would you say that? Have you looked outside lately? Everybody is sick and dying. Yeah, I know. I saw some horrible things out there. What the hell is going on, Father? Eternal damnation. It says in the good book that when innocent blood is spilled, the devil will come to earth and the battle for good and evil will be fought. What's going on, though? I just got attacked by a mob of psychopaths. I saw a couple of them, too. I snuck past. I'm gonna get home and it's safe. You get inside. Okay, be careful, though, Lori. I don't feel safe with you out there. I'll be fine. It's all right. Lori, what the hell is in your hand? I thought you said you never drink bottled water. I don't. It's just some garbage I found. I don't like to litter. Man, look at you. You look so grown up. It seems like it was only yesterday when we were back in high school. You were practicing your little witchcraft and dressing all gothic. Hey, you better get inside before the police see you. Thank you.
My God. These are fucking zombies. So, und hier werde ich erstmal jetzt einen Break machen, weil ihr wisst ja alle, also die Leute, die das Spiel kennen. Ab hier werden die Level dann immer länger und komplizierter. Jetzt muss ich zum Beispiel 100 Zombies töten insgesamt. Das dauert dann natürlich eine Weile, gerade wenn ich hier nicht mit dem Granatwerfer arbeite, wenn ich hier, um nicht zu riskieren, dass mir dann Absturz passiert, eine andere Waffe benutze. Und ich weiß gar nicht, wie groß jetzt schon, also wie lange jetzt schon das bisherige Video geworden ist. Also hier machen wir erstmal eine Pause, erster Teil. Und ab da tue ich natürlich dann beim nächsten weiterspielen und den nächsten Teil dann hochladen. Ja? Okay. Okay.